Um big round of applause to Miss Dawn. Thank you. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr herzlich, dass ich die Gelegenheit habe, hier ganz kurz was zu sagen. I'm very happy that you gave me the opportunity to say a few words, because, you know, this book is not the newest one, but as you read all the books about Dr. Patrick Flanagan, Sie haben sicherlich alle die Bücher über Patrick Flanagan gelesen. And there are some words about my grandfather, Victor Schauberger. Es ist einiges über Victor Schauberger auch in diesem Buch drin. Und um Ihnen die Möglichkeit zu geben, ein bisschen mehr über Victor Schauberger zu erfahren, wer das war, dafür gibt es Seminare bei uns in Bad Ischl. If you want to know a little bit more about Victor Schauberger, who is in this book here, we do seminars, we organize seminars in Austria. Victor Schauberger war einer der ersten, wenn nicht überhaupt der erste im deutschsprachigen Raum, der auf das Wesen des Wassers hingewiesen hat und der erste, der Apparate gebaut hat zur Veredelung von Wasser. Victor Schauberger was the first in the German-speaking world, maybe all over the world, who looked into the water, who found the sub-energies within water and within all material. Es ist also das Verdienst von Victor Schauberger, uns aufmerksam gemacht zu haben auf subtile, ganz feine Energien im Wasser, aber auch in der gesamten Materie. Long before we had the Gaia Theory, Victor Schauberger spoke about the planet Earth of a living creature and that the water that runs on the surface and under the surface of our planet is like the blood in our veins. So, what is the blood of the Earth? Und dieser Begriff Wasser, das Blut der Erde, hat ihn auch bekannt gemacht. Er hat auch auf verschiedenen anderen Gebieten geforscht. Und wir haben uns gestern ausführlich darüber unterhalten. Wenn Sie mehr wissen wollen, ich habe die Erlaubnis bekommen, Plakate aufzuhängen über unsere nächsten Seminare. Wasser, Quellen der Gesundheit, wie du Seminars about water and the quality of water and what it means to life, to our life. Und mit Alexander Lauterwasser haben wir ebenfalls ein Seminar. Wenn Sie mehr Informationen haben wollen, steht es hier drinnen. Und hier gibt es auch noch Prospekte. Wir haben, wenn Sie nach Österreich kommen, 50 Kilometer östlich von Salzburg sind wir zu Hause. Wir haben jeden Mittwochnachmittag, Tag der offenen Tür, während der Sommermonate. Da können Sie Originalmodelle von Victor Schauberger wie das legendäre Heimkraft Werk sehen. You can see some prototypes in our house. Every Wednesday in summer we open our house and you can see the home power generator and things what he did to water. And for you, Patrick, it was very fascinating to talk to you yesterday. May I give this book to you about Living Energies by Kevin Coates. Thank you very much for all you did for water and for the solid energies. And I wish you all the best for the future and keep Victor in mind. I think yes. Yes. I just want to introduce our translator for today, it's Dr. Ehrenberger. Ich möchte Ihnen für heute unseren Übersetzer, Dr. Ehrenberger, vorstellen. And so, he's the guest translator right about now. Thank you. Vielen Dank. Good work. Wow, what a wonderful gift. I stand on the shoulders of Victor Schauberger. Ich stehe auf den Schultern von Victor Schauberger. I so have admired your grandfather's work for a large part of my life, for at least 30 years of my life. Ich habe die Arbeiten von Großvater von Herrn Jörg Schauberger bewundert seit 30 Jahren und ich schon in diesem Thema
gefasst. I remember desperately collecting every copy of Implosion magazine that I could find. Erinnert sich, dass verzweifelt jede Kopie versucht hat zu bekommen, die es von den Arbeiten gibt. And using the English, Deutsche, German dictionary to try and understand what your grandfather has written, and you go. Und hat auch jedes Wörterbuch verwendet, um zu verstehen, was Viktor Schander geschrieben hat. And so it is such an honor to meet his grandson, and I would love to visit your academy someday, the Kepler. Es ist eine große Ehre, den Enkelsohn von Viktor Schauberger zu treffen, und er freut sich, die Akademie in Paris zu besuchen. And it's an honor to meet you. It's an honor for me to translate for you. Thank you. So, wow. So, how many people were not here yesterday? Are new to that? Okay. No, all the ones who are new today, just raise your hand and hold it for a minute. Die Neuen sind heute mit ihren Händen hier ein bisschen höher. All right. Well, welcome. Thank you for coming today. And for those of you who have continued on through yesterday and into today, thank you very much for being here with us and with me. Herzlich willkommen die Neuankömmlinge. Die ausgewählten und gestern sind auch herzlich willkommen. Since we started with Victor Schauberger's grandson, Georg Schauberger, I would like to just discuss briefly about some of my research that is on the shoulders of your grandfather. Nachdem wir mit Jörg Schauberger begonnen haben, möchte ich kurz über seine Arbeit diskutieren, die er, wie gesagt, auf den Schultern von Victor Schauberger fortgesetzt hat. Your grandfather said that water that comes from a natural spring from deep within the earth, when it bubbles to the surface, is full of life energy. Victor Schauberger hat gesagt, das Wasser kommt von tief unten und wenn es hinaufkommt, ist es voll von Energie, von Lebensenergie. He said that it contains a small amount of carbon dioxide gas. A small amount of carbon dioxide. Er hat gesagt, dass es einen kleinen Prozentsatz von Kohlendioxidgas beinhaltet. And he also said that when sunlight strikes this water, that the life energy is destroyed. Er hat gesagt, wenn die Sonne auf das Wasser drauf scheint, dass die Lebensenergie verschwindet, aus dem Wasser hinausgeht. Or reduced. Oder reduziert ist. And I believe if your grandfather were alive today, he would be very excited about my discoveries. Wenn Viktor Schauberger noch leben würde, dann wäre er sehr bereit, die Forschungen zu sehen und wäre sehr überrascht. Und das würde ihn sehr auf. Okay, Sie wissen, was ich meine. And the reason why is that my whole life's interest in water and in living foods is to figure out what is the difference between something that is living and something that is dead. Seine Intention ist herauszufinden, den Unterschied zwischen belebtem und nicht belebtem Wasser, genauso wie Lebensmittel. Was ist der Unterschied zwischen einem Lebensmittel, das belebt ist, und einem Lebensmittel, das nicht belebt ist? And we can say that living organisms have something called coherent structure. Wir können sagen, dass Lebewesen etwas haben wie eine kohärente Struktur. And that this coherent structure it can be sometimes called negative entropy. Diese Kohärenz kann manchmal genannt werden negative Entropie oder Negentropie. Because as we age, or as any living system ages, it becomes its energies become more chaotic.
Wenn ein lebendes System altert, dann wird seine Energie mehr chaotisch. And less structured. Und verliert an Strukturen und Ordnung. Ilya Prigozhin, the Russian Nobel Prize winner. Ilya Prigozhin, der russisch-belgische Nobelpreisträger für Chemie, has said that living organisms are non-linear systems. Hat gesagt, dass lebende Systeme nicht lineare Systeme sind. And that the more energy you can move through a non-linear system, the more it has the ability to structure itself. Und je mehr Energie man durch ein nicht-lineares System durchsenden kann, desto mehr ist die Möglichkeit, auch sich zu ordnen. So just what is this living force in water that your amazing grandfather was able to perceive without instruments, but only by being observing nature? Was ist das für eine Art von Energie, die der wunderbare Großvater von Jörg Schauberger gefunden hat, ohne dass Messinstrumente verwendet hat? What is this force which is destroyed by sunlight that is in water? Was ist diese Kraft, die durch das Sonnenlicht zerstört wird, die im Wasser drinnen ist? Well, I can tell you one thing that is destroyed by water that I have found is, I believe, the living, one of the most important living elements Er kann sagen, dass ein lebendes Element gefunden hat, das im Wasser drinnen ist. And that is the negative ionized hydrogen. Das ist das negativ ionisierte Wasserstoffatom. Which is also called the hydride ion. Hydride ion? Hydride. Hydride. Das auch als Hydradion bezeichnet wird. Yeah. It's okay. No, I mean negative ionized hydrogens, or active hydrogens actually. Just as good. Aktives Wasserstoffion. So the reason I say this is that the way in which I first detected this negative hydrogen ion in the living system or in living fluids was by using something called photon disassociation. Das erste Mal, wie das gefunden hat, kann man sagen, diese Photonendissoziation, diese Photonenabstrahlung, die sehr wichtig ist auch für lebende Systeme.